Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dead Space. Ich hoffe, ich finde es hier bald mal einen Shop, weil sonst wird es unter Umständen die letzte Folge sein. Nee, Spaß. Ich mache schon weiter, aber trotzdem. Die Frage ist es halt wirklich, ob ich noch weitermachen kann, wenn ich jetzt nicht bald zu so einem gottverdammten Shop komme. Scheißdreck, ey. Na wirklich, ich meine... Ich hätte vermutlich früher tatsächlich nicht so viel Munition verkaufen sollen. Das Einzige, was ich jetzt habe, ist noch ein bisschen was... ist noch ein bisschen was vom Plasma-Cutter, eventuell auch ein Flammenwerfer, der bei der Schwerelosigkeit nicht funktioniert. Und... ja. Was war das? Das gefällt mir gar nicht. Wo geht's da hin? Warte. Hin muss ich da, aber weicht da schon drin? Weil das ist hier überall, wo ich Munition herkriegen könnte, wäre ich sehr froh. Also hierhin, nicht wahr? Ja. Warum dauert das Laden jetzt so lang? Aha. Oh oh. Ruhe jetzt. Nein. Okay, das war jetzt ein Reflex, aber... okay. Weiter muss ich dahin, aber schauen wir mal. Ich weiß es halt. Ah, okay, das ist der Raum. I see. Es wabbelt der Kopf da so herum. Okay, das heißt, jetzt habe ich keine Plasma-Karte-Munition mehr, sondern nur noch dieses Ding hier, juhu. Und Flammenwerfer, aber wie gesagt, zum Beispiel in Schwerelosigkeit geht der sowieso nicht und scheiße. Ah, sieht gut aus. Da ist nämlich ein Shop. Textlog? Also ja, stimmt, das handelt jetzt so über die... über die Church, glaube ich, oder? Die über die, über Unitology. Tun wir mal schnell runter. Also ich möchte jetzt schon, dass ihr euch den Text durchlesen könnt, falls Interesse besteht. So, jetzt aber. Und schon wieder das scheiß Gesinge, aber... das ist mir jetzt mal eher egal. Hauptsächlich kann es in den Shop gehen und werden währenddessen von keinen Necromorph angegriffen. Keine Necromorphs. Anzug Level 5 würde ich natürlich jetzt wirklich, wirklich gern kaufen, aber... ja... ich muss jetzt... Medipacks, Stase-Pack vor allem verkaufen und jetzt brauche ich, jetzt werde ich das erste Mal überhaupt Munition kaufen. Das gibt's nicht. Weil Anzug 60.000, nee, das geht sich nicht aus. Okay. Munition für Plasma-Karte. 6 Stück, 12, 24, kaufen mal. Einen noch. Und dann habe ich mich mal mit dem eingedeckt. Und okay, jetzt habe ich fürs erste Mal genug Munition, würde ich sagen. Nachladen. Nachladen. Passt. Okay, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Weiß ich gar nicht. Ah ja. Schlafblock C, oh Gott. Das wird jetzt noch schlimm. So, sag ich. Tja, wo genau? Schlafblock C verschlossen. Ach so, ja, stimmt, da habe ich ja diesen Chip da. Das finde ich so kacke, wenn die Türen wirklich als ganz verschlossen angezeigt werden, obwohl ich sie aufsperren kann. Gut.
Speicherpunkt brauche ich noch nicht. Alles, woran ja, wir glauben, Unitology ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Werden sie alle physischen Belange abschrecken. Sie müssen... Ihr Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Der Herr. Hört ihr nicht auf sie? Kommen sie zurück! Kommen Sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Okay, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist. Da kommt euch wieder unser alter Freund, der Regenerator. Regenerator war das Viech, das wir mal auf Eis gelegt haben. Das heißt jetzt nämlich... Leider bedeutet das nämlich auch, wir können das Viech eben nicht töten und diesmal haben wir auch kein Eis da. Das heißt, man muss wegrennen und wegrennen sorgt für Angstzustände. Darauf kann ich eigentlich verzichten. Vor allem, der wird es da gleich kommen. Obwohl ich es weiß, würde ich mich trotzdem schrecken. Außerdem muss ich nachher wegrennen und ja. Die Frau hat irgendwie... Oh. Ja, hat sich selber den Kopf weggeschossen. Das musste ich jetzt nicht unbedingt herzeigen. Möglichkeiten hier, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Erstmal habe ich das hier gut immer genommen. Haha. Oh, hat mal wieder so einen Raum. Vielleicht war das jetzt doch nicht ganz so einfach. Wieder verbraucht man die ganze Zeit. Jetzt bin ich. Schon wieder können wir raus mit mir. Und tschüss. Okay. Es war halbwegs etwas. Noch so einer. Was man aber auch nur wegen diesem dummen Regenerator. Viech. Jetzt reicht's aber langsam. Aus jetzt. Kann ich das auch schließen, ne? Zeigt mir der Arsch hin, dass ich hin. Okay.
Naja, das kann es ja schlecht geben, oder? Das wäre... So, was nützlich kann das. Oh shit, ich bin so lange über die Zeit. Okay. Ich hab das Dorf überbrückt. Verschwinde gut, da! Wir sehen uns dann beim nächsten. Ah nein, noch schnell speichern, bitte. Oh. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den VIP-Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Gut. Ich hoffe, das ist es noch alles so. Du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Okay, ich speichere jetzt nicht. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ich speichere halt außerhalb vom Video.